Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal erzähle ich euch den zweiten Teil von Katrins Tagebuch. Ja, hier, wenn man auf dem Stuhl sitzt, kann man echt lustige Bewegungen machen. Zum Beispiel mit dem Hammer. Oh mein Gott. Muss ich auch mal ausprobieren. Hier sind schon die Bücher zum Vorlesen bereit und jetzt wird die Sitzung eröffnet. Gut. Mein Club ist zwar gerade nicht hier, aber naja, ist ja auch egal. Wo haben wir das denn? Hier. Also, das Mädchen, das mit Pferden sprach, Teil 2. Nun, ich habe es getan. Ich brachte Rhiannon zu Fripp, damit sie sich kennenlernen. Er hörte nicht auf, mich zu bedrängen. Und falls sie wirklich die Gabe hat, ist es sinnlos zu versuchen, sich dem Schicksal in den Weg zu stellen. Nicht wahr? Rhiannon ist stark beim Blitzkreis. Stark genug, um eine der 4 zu werden? Bitte, Aideen. Lass das nicht wahr sein. Eine neue Schwesternschaft? So bald schon? Ich hatte kaum Zeit zu trauern. So viel können wir ihr nicht abverlangen. Oder mir. In der Zwischenzeit erkläre ich ihr, was ich über unsere Traditionen weiß. Ich erkläre Rhiannon Aideens Geschenk und das Seelenreiten. Wenn wir zusammen durch die Hollowoods spazieren, bringe ich ihr die Namen der Blumen und Vögel bei. Und sie bringt mir die wahren Namen der Pferde in unserem Stall bei und die Pferde, die am See leben. Die Gabe des wilden Flüsterns ist stark in ihr, vielleicht sogar stärker als Hermans. Sie hat viele Gaben, aber ich weiß nur zu gut, dass das auch zu einer Last werden kann, die nicht zu ertragen ist. Sie scheint hier glücklich zu sein. Ich hoffe, sie bleibt und schließt sich den Bewahrern Aideens an. Sie braucht uns und wir brauchen sie. Aus den Tagebüchern von Elizabeth Sunbeam vor 10 Jahren. Gut, das wär's gewesen. Und hiermit erkläre ich die Sitzung für beendet.